Ich bin Bibi Blocksberg. Das hier ist Kartoffelbrei, mein Hexenbesen. Ich wollte hier doch Ferien machen. Guten Tag, Frau Martin. Nun, ich bin gekommen, um das erste Pony mitzunehmen. Was? Aber Vater, muss das denn sein? Alexander, das muss sein, das weißt du genau. Alex, tu doch was! Das sind Bibi und Tina auf Amadeus. Bibi. Weil sie Freunde sind, ist der Graben mal zu breit für Bibi, keine Schwierigkeit. Zwei, drei, yippie! Spaß und Abenteuer, Reiterträume, Lagerfeuer, Hufgetrappel, querfällt ein, was kann schöner sein? Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Und? Was hat der Graf gesagt? Er hat mich nicht mehr aussprechen lassen. Ach du liebe Güte. Tja, da müssen wir wohl unsere Umzugskartons packen. Und er hat Alex verboten, sich mit mir zu treffen. So ein Sturkopf. Warum nur machen Erwachsene bei ihren Kindern die gleichen Fehler, die auch bei ihnen gemacht wurden? Wie? Ach nichts, Baby, ist schon gut. Was meinst du damit, Erwachsene machen bei ihren Kindern die gleichen Fehler? Es ist genau wie bei Max. Die Ponys werden krank vor Einsamkeit. Weißt du, ich könnte Max hierher hexen. Nicht hierher, in die alte Mühle. Die ist völlig verlassen. Sehr gut, dann bringen wir beide dahin. Komm, Moritz, wir bringen dich zu Max. Wir müssen leise sein. Und das ist die alte Mühle? Sieht das toll aus hier, irgendwie geheimnisvoll. Hier hat meine Mami ihre Kindheit verbracht. Sie ist nämlich eine richtige Müllerstochter. Echt? Dort hinten haben sich der Graf und meine Mami immer getroffen, als sie in unserem Alter waren. Was? Deine Mutter und der Graf kennen sich schon so lange und jetzt siezen sie sich und reden so geschäftsmäßig miteinander? Ja, irgendwas ist damals gewesen, aber meine Mutter will nicht sagen was. Lass uns jetzt reingehen. Na, mein Moritz, hier ist es doch gemütlich. Aber er ist immer noch traurig. Kannst du Max jetzt hierher hexen? Oh, dieses Pony. Kein Mensch kann bei dem Lärm schlafen. Ich bringe es in den Stall, hinter dem Schloss. Dann habe ich endlich Ruhe. Ja, ich nehme eine Schlangenei, Zwillingsbruder, Haferbrei, Hexerei und 1, 2, 3. Pony Max, komme herbei. Hex, Hex! Nanu? Es hat von alleine aufgehört. Herrlich, diese Stille. Super, Baby, es hat geklappt. Vielen Dank, Baby, das war einfach klasse. Warte erstmal, was jetzt kommt. Wir müssen wissen, was mit der Freundschaft von Grafen und deiner Mutter passiert ist. Wenn wir das rauskriegen, können wir vielleicht helfen, dass sie sich wieder besser verstehen. Aber wie denn? Ich hexe das Spiegelbild in der Zeit zurück. Ich nehme meine Freundschaftswand, Hexenspiegel, alte Zeit, mondlich hier am Wasserrand, zeig uns die Vergangenheit. Hex, Hex! Da ist der Graf und deine Mutter, als sie jung waren. Der junge Graf sieht aus wie Alexander. Susanne, wir haben nicht so viel Zeit. Du weißt ja, wir dürfen nicht. Ja, ich weiß. Dein Vater will nicht, dass wir uns treffen. Ja, leider. Ich glaube, die sind verliebt. Am Wochenende ist er nicht da. Ich wollte dich fragen, ob du aufs Schloss kommen magst und dir die Rüstkammer oder die Bücherei ansehen willst. Irgendwie habe ich keine Lust. Dann erfülle ich dir einen anderen Wunsch, egal welchen. Wirklich? Ja, so wahr ich Falco von Falkenstein heiße. Der alte Graf! Falco, ich habe dir tausendmal gesagt, dass sie kein Umgang für dich ist. Aber Vater, ja, ganz wie du meinst. Falco, wenn du jetzt nicht zu mir stehst, will ich dich nie wiedersehen. Was willst du nur mit einer Müllers Tochter? Bibi, hast du das gesehen? Ja, richtig fies war der Vater. Aber deine Mutter war nicht schlecht, richtig bissig. Und weißt du was, Tina? Sie hat einen Wunsch frei. Damit retten wir den Martinshof. Wie friedlich die aussehen. Wir holen euch morgen zum Martinshof. Und alle anderen sollen auch kommen. Kein Problem. Enemene 1, 2, 3. Bei Sonnenaufgang schnell herbei. Alle kommen einfach so, treffen sich zur Rettungsshow. Hex, Hex!
Und das funktioniert? Wird bestimmt lustig. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Na endlich. Schön, dass Sie alle Zeit gefunden haben, unserer Einladung zu folgen. Natürlich, Bibi Blocksberg, hör mal gut zu. Nein, Herr Graf, später. Jetzt hören Sie zu. Wir haben ein Quiz für Sie vorbereitet. Achtung, aufgepasst. Lieb Susanne, ich erfülle dir jeden Wunsch deiner Wahl. Und wer könnte diesen Satz gesagt haben? Naja. Kommen Ihnen diese Worte nicht bekannt vor? Tja, doch, schon. Das ist lange her. Also, ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Satz. Tada! Und damit haben Sie, Frau Martin, einen Anspruch auf die Erfüllung eines Wunsches. Wenn der Reiterhof wieder genauso schön wird, wie er früher war. Kommen wieder mehr Kinder hierher, und? Von den Mehreinnahmen können wir endlich die Pacht bezahlen. Die Idee ist großartig. Das ist mein Wunsch, Falco. Und ich möchte, dass du unser Treffverbot aufhebst. Tja, ich muss zugeben. Ja? Einverstanden. Juhu! Das war sehr mutig, wie du das gerade deinem Vater gesagt hast. Ich möchte dich eben nicht verlieren. Och, unsere großen Kinder. Ich bin froh, dass noch alles gut gegangen ist, Susanne. Ich bin auch froh, Falco. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht zu abonnieren. Und wenn kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt auf die Glocke neben den Abonnier-Button. Tschüss, bis zum nächsten Mal.